Und wir sind zurück beim Ni No Kuni und übernachten im Katzengrab. Denn dann können wir endlich zum Ältesten des Dorfes. Oder auch nicht, weil es nicht weitergeht. Well, well, it is you, the famous Alicia. To what do I owe this pleasure? I see. So you have come to do battle. How very unwise. And you a great sage. What do you hope to achieve? You know that all magic is powerless in my presence. Foolish girl, I have just the place for you. A prison of eternal darkness. Verdammt, klingt nach einer richtig üblen Traum-Olli. Das war's auch. Shada war da. Und Mama, er hat sie besiegt. Und ich konnte nichts dagegen tun. Beruhige dich, Oliver. Es war nur ein Traum. Sie hat recht, Olli. Und überhaupt, es war ja auch nicht deine Mama, oder? Es war Alice. Alice? Ja. Ich denke schon. Tut mir leid. Wir werden sie retten. Wir müssen. Natürlich tun wir das. Das ist doch der Grund, wieso wir uns überhaupt auf diese Reise befinden, oder? Ja, ist es. Gut, schön, dass wir das geregelt haben. Können wir jetzt los und den Dorfältesten treffen? Ja, wir machen uns besser auf. Oh, ich habe die nette Dame von der Herberge gefragt, ob und sie hat gesagt, sein Haus sei bei einem großen Teich hinten im Dorf. Und immer noch keine Klamotten für uns. So, du bist die Bikini. Aus Bikini Potter. Das ist zwar ein anderer Film. Sehr. Also gibt's auch Filme. Sie sieht ganz schön alt aus. Ah, müsste dieser Reisende sein, ja? Der muss einfach nochmal wieder zum Friseur. Ich wollte in der Glitzergrotte. Ihr wollt in die Glitzergrotte, nicht wahr? Minka, die Miaugestern haben mir gesagt, dass ihr kommt. Ja, das sind wir. Also, dürfen wir hinein? Dürfen ja, aber es sei bitterkalt im Norden und voll mit Schnee. Kein Problem, Mann. Kinder wie uns, Olli, hier lieben Schnee, nicht wahr? Ich sehe. Ihr wollen gehen, egal was ich sage. Stimmt das? Ich denke schon. Oh. Dann öffne ich jetzt das Tor für euch. Ihr sollten aufbrechen, bevor es noch kälter werden. Vielen Dank, Herr Dorfältester. Oh, ich habe es fast vergessen. Ja, ohne die würdet ihr sicher erfrieren. Klamotten! Bitte warten einen Moment, ich bringe sie euch gleich. Neue Klamotten! Eine Mütze. Selbsttröpfchen hat ein Schrammblatt. Na dann auf.
Das ist das erste Dorf mit zwei Eingängen oder Ausgängen. Seid gegrüßt, der Dorfälteste hat mir gesagt, dass ich euch hineinlassen soll. Da drin ist es sehr kalt. Passt auf, nicht zu Eis zu erstarren, ja? Dann kann man nicht eine Fackel oder irgendwas mitnehmen? Nein. Dann schmilzt ja die Klötzekrotte. Und? Shit happens. Sieh nur, es ist unglaublich schön. Nicht zu vergessen, unglaublich kalt. Und ich dachte, draußen wäre es kühl. Es ist wirklich verdammt kalt. Was? Bringen wir das schleunigst über die Bühne und dann verschwinden wir von hier, ja? Meine Güte, wieso müsst ihr beiden denn ständig rumjammern wie ein paar alte Knacker? Weil wir im Vergleich zu dir ein paar alte Knacker sind. Es ist egal, wie kalt es ist. Hier gibt es einen magischen Stein und wir müssen ihn finden. Wir müssen weiter, um jeden Preis. Seid vorsichtig. Du hast leicht reden, Kleiner. Ich würde meinen rechten Nasenloch geben, um wieder ein Feenling zu sein. Er würde sein rechtes Nasenloch geben, um wieder jung zu sein. Aber gerade der Frau soll nicht kalt sein. Irgendwie unrealistisch. Sie jammert nur halt nicht. Macht's nicht realistischer. Sie jammert nur halt nicht. Das hat sich ja gelohnt. Darum. Mal raus aus der Karte. Nein, das ist nur, dass die Magie angezeigt wird. Weil die nur eine gewisse Zeit lang da ist, die Magie. Das Gefühl, der hat irgendwie Angst vor mir. Was? Jetzt wird sie angezeigt. Okay, verrückt. Eigentlich zeigt er dir die Karten, die Kisten auf der Karte an. Guck mal, du siehst doch komisch aus. Und wahrscheinlich nur da, wo du auch schon warst. Wahrscheinlich. Also, wenn du eine Karte hast. Mhm. Aber mein Tank! Sei mein Freund, du? Sasquatch! Wir sind aber auch wirklich langsam. Let's go!
Was? Ihr macht Witze, oder? Das war ein Todesflug. Ach, das ist nicht. Gott, 20 Phoenix. Ja, ich habe auch ein bisschen Geld investiert. Und nicht nur gehortet. Wo geht's denn jetzt hier rum? Da bist du schon vorbeigelaufen. Ah. Offensichtlich. Los, renn weg. Noch wer bist denn du? Aber was sei los? Kein versteckter Durchgang hinter dieser Wand. Dieser Zauberbesen, der noch nie benutzt das Ding. Na gut, gehen wir erstmal hier weiter. Geh mal rum. Ich muss schon eine Brücke oder irgend sowas machen. Oder so. Abstürzen. Komm nie wieder zurück. Wir müssen jetzt für immer hier drin bleiben. Als Eisskulptur. Los, hab Angst vor mir. Nicht in mich reinlaufen. Ich frage mich, warum manche von denen dieses Röckchen haben und die anderen nicht. Wir brauchen uns alle so ein Röckchen. Hallo ihr, hier in der Glitzergrotte sind viele versteckte Durchgänge. Seien viele. Dort seien Wände, die komisch aussehen, ja? Hier neben mir sehen euch die Wand an. Huch. Huch. Okay, ich lauf erstmal nach hier, weil ich jetzt nicht mehr viel. Das heißt, wir hätten einfach vorhin da durchgehen können. Ein
wird denn er zu Knitsch sagen? Er nennt es Feature. So ist man wieder. We can do this. Here goes. Oh, nee. Da muss er auch doch. Da diese Bücher sind echt furchtbar. Auch wenn ihr nach unten gehen, kein Durchgang. Der Weg wurde zerstört von jemandem, der es sehen so aus. Aber ihr wollt trotzdem weitergehen, ja? Wenn ihr darauf bestehen, gehen hier durch. Immer geradeaus, ja? Das ist so ein Indiana Jones Ding hier. Oder wie? Oh ja. Wir sind wieder am Anfang, oder? Ja, da waren wir schon. Und da oben ging es ja noch weiter. Gehen wir noch auf die Karte. Da oben ging es weiter, wo die Wand war. Wie sind wir denn hierher gekommen? Hast du hier einfach durchgekommen? War einfach nur die. Falsche Richtung. Der Rückweg. Den hast du schon gesprochen. Der hat dir gesagt, was die Wände bewirken. Hier ist das Loch, was ich gesucht habe. Mama? Ist das der Ort? Gut möglich. Der Schlund des Bergkönigs scheint ein passender Versteck für die seherische Magie der Altvorderen zu sein. Die Macht, Seen zu retten. Ist sie wirklich hier? Wenn wir sie nur finden könnten, haben wir vielleicht eine Chance, den dunklen Djinn zu besiegen. Das ist mein Ich meine, der alte Kaiser. Ist es ja. Aber was hätte er und meine Mama hier zu suchen? Das ist nicht deine Mama. Das ist die große weiße Alice. Verdammt mich. Das ist ganz schön lange her. Alice? Ach ja, sie war in meinem Traum. Sie sieht ihr so ähnlich. Der alte Kaiser hat also seine Zeit damit verbracht, mit hübschen jungen Weisen abzuhängen, was? Tja, Glücksbezug. Sven, muss das jetzt sein? Nein, sie ist verschwunden. Was zum Kuckuck war das? Bilde ich mir das nur ein? Ah, jetzt erinnere ich mich. Nein, Mann, wir bilden uns das nicht ein. Nicht? Oh, es liegt schon eine ganze Weile zurück. Hat überall gesucht. Alice, meine ich. Nach einem uralten Zauber oder sowas. Das muss ein Gespräch gewesen sein, das sie damals geführt haben. Kann nur das gewesen sein. Da bin ich mir ganz sicher. Ich verstehe nicht ganz. Wir haben eben ein Ereignis aus der Vergangenheit gesehen. Die Frage ist nur, warum? Das war also die große weise Alice, Mamas Seelenverwandte. Nicht mehr lange, wir werden dich retten, ich verspreche es. Oliver? Tut mir leid. Komm schon, holen wir uns diesen Stein. Da sieht man mal, wie der Wasser hat ein Gedächtnis.
keine. Ja. Gibt's nicht irgendwo auch das, was sonst schwerer macht? Da ist man die Schubquelle. Feuerball nicht. Ah, meine Schockwelle. Sicherlich noch eine Schokolade oder Feuerball. Jetzt aber hier. Burn, Baby, burn! Oh, wirklich. Komm nie wieder hier raus. Nie wieder. Gibt's bestimmt wieder so eine magische Wand. Ja, zum Not habe ich auch den Zauber, den ich herausholte. Und das war so klar. Anne, mein Mann. Wollte ja nicht gegen mich rennen. Jetzt aus Versehen nämlich reingerannt. Von hinten. Dein Onkel war aber auch ein bisschen lang in der Sonne. Wieso müssen dafür eigentlich oben und unten immer erst die schwarzen Balken eingefügt werden? Dass du siehst, dass das jetzt nur eine Zwischensequenz ist. Ja, das sehe ich sonst nicht, wenn es da drin. Ja. So, und mit diesem Schokoladenkonfekt gehen wir in die Folgenpause und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Nein! Und tschüss!